Ich wollte schon immer einen Netherite-Beacon bauen. Netherite ist das wertvollste Material in Minecraft und es ist vermeintlich der größte Flex, so einen Beacon zu besitzen. Doch jetzt, da unglaublich viele YouTuber so einen schon haben, ist es einfach nichts Besonderes mehr. Und so entstand meine Idee. Was wäre, wenn wir nicht nur irgendeinen Netherite-Beacon bauen, sondern den größten? Ein Netherite-Beacon aus über 3000 Netherite-Blöcken, über 100.000 Ancient Debris und das alles in Survival Minecraft. Ich habe mir ein Team aus 20 Spielern zusammengestellt und in den nächsten Videos werden wir zusammen die größten Projekte in ganz Minecraft umsetzen. Und wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich 3 Monate an diesem Video sitzen werde, hätte ich ihn wahrscheinlich für verrückt gehalten. Das ist die Geschichte der reichsten Spieler in Minecraft. Ich will jeden einzelnen Spieler, der hier steht, in 24 Stunden hier in Full Netherite mit Elytra sehen. Mit dieser Motivation startete der erste Tag auf unserem neuen SMP. Und wie alle anderen habe ich meinen ersten Baum abgebaut, die erste Picke gemacht, Stein gefarmt, einen Dschungeltempel gelootet. Ja, so lässt man das Rätsel. Essen gefarmt und einen Eisengolem gekillt. Wir gehen in den Nether. Sollte ich mir Rüstung machen? Ich weiß nicht, ob Nether jetzt so smart ist, weil ich will eigentlich nicht schnell Minecraft durchspielen. Nee, ich gehe glaube ich noch nicht in den Nether. Wenn ich einen Ozean finde, kann ich mir in den Wassercaves da halt easy ein bisschen Dias noch abholen. Und so farmte ich meine ersten 46 Diamanten in Wasserhöhlen, machte mir sämtlichen Dias-Stuff, nahm etwas Obsidian mit und ging in den Nether. Alright, würde sagen, wir gehen in den Nether. Ich habe anscheinend echt einen guten Spürsinn für Minecraft. Yo, yo, lass uns mal woanders in den Nether gehen. Dann haben wir jetzt alle Blaze Shots. Dann gucke ich jetzt auch nach einem blauen Baum. Alle Enderperlen, alle Blaze Shots. Und ich sehe den ersten Spieler. Okay, Leute. 2 Stunden später. Die meisten sind voll dir. 700, 300. Okay, weil da ist nämlich ein Dorf. Da gehen wir jetzt hin und traden mit einem Fletcher-Bogen Pfeile. Und dann suchen wir mit den ganzen Enderperlen und Blaze Shots, die wir haben, den Stronghold. Die nächsten paar Stunden haben wir mit Villagern getradet. Ich habe eine Menge Holz gefarmt und Gunpowder, sodass ich später im zweiten End direkt die Elytra benutzen kann. Okay, wir suchen den Stronghold-Männer und werden jetzt Minecraft durchspielen. Wir haben alle einen Bogen, wir haben alle Pfeile, wir sind alle ready fürs End. Ich habe Gunpowder, ich habe viel Holz. Wir werfen das erste Auge. Ja, komm mal, wir gehen hier runter. Let's go! Es geht los, der Enderdrache. Digga, man, das kann nicht sein, Bro. Alter, Bro, wir sind solche NPCs. Yo, take aim beim Enderdrachen. Alter, was machen wir mit ihm? Wo ist das Drachenei? Da ist es, das Drachenei. Ich hatte schon Angst, dass wir es jetzt diesmal nicht kriegen. Boah, Junge, das ist auch ein interessanter Spawn, Bro. Wo bin ich, Alter? Ich spawn hier oben. Und das ist natürlich immer das... Ich finde, das ist das Schlimmste, was es in Minecraft gibt. Ohne Elytra am Anfang überm Void bauen. Und das habe ich dann eine ganze Ewigkeit gemacht, bis ich dann endlich meine erste End-City fand und von dort an etliche weitere looten konnte, um viele weitere Elytren und ganz viele Tools und Rüstung zu bekommen. Erfolgreiche End-Tour. Wir haben massenhaft Elytras, massenhaft Diamanten, viele Tools, Full-Dia-Rüstung, Mending Unbreaking zum Teil auch noch drauf. Also ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark. Bevor wir anfangen, die reichsten Spieler zu werden, brauchen wir aber erstmal ein neues Dorf mit einer kleinen Trading Hall für unsere Enchantments. Wir brauchen eine Zuckerrohr... eine Stacking Raid Farm für unendliche Emeralds und Gunpowder, eine Enderman Farm, um unsere Tools zu reparieren. Und nachdem ich 10 Treasure Bastionen gelootet habe und ein bisschen Netherite unter der Erde gefarmt habe, war ich endlich Full Netherite. Alter, jetzt sieht man richtig die Armor Trims. Als reichster Spieler hat man aber nicht solche billig Armor Trims, sondern Silence Armor Trims, Netherite of Netherite. Auch wenn wir jetzt alle Full Netherite sind und einige Farben haben, die uns sicher schon ziemlich reich machen, war das alles aber erst Reichtumsstufe 1. Diese Stufe erreichen die meisten Minecraft-Spieler, wenn sie eine Welt ein bisschen spielen, vielleicht auch bekannt als die 2 Wochen Minecraft-Phase. Im Laufe des Videos erreichen wir also immer mehr Stufen und versuchen durch verschiedene Methoden immer reicher zu werden, bis wir am Ende tatsächlich ganz oben ankommen und uns die reichsten Spieler in ganz Minecraft auf der ganzen Welt nennen dürfen. Aber genug geträumt, denn noch sind wir hier. Und die nächste Stufe zu erreichen ist tatsächlich gar nicht mal so schwierig. Denn alles, was man dafür tun muss, ist einen Beacon zu farmen. Also ein Full-Dia-Beacon. Mit so einem Beacon hebt man sich schon gewaltig aus der Masse an Minecraft-Spielern hervor. Und dass diese Aufgabe schon fast geschenkt ist im Vergleich zu den nächsten, trifft sich gut. Denn fertig equipped sind gerade einmal 7 Spieler. Und die anderen 13 müssen alle noch Netherite farmen. Oh, da sind die ersten Dias. 5 Dias. Oh, da ist ein Cave. Für ein Full-Dia-Beacon brauchen wir insgesamt 1476 Diamanten. Boah, jawoll. Und haben dazu erst die Dia als Blöcke, um sie später alle auf einmal mit Glück 3 abzubauen. Den hätte ich auch schon fast nicht gesehen. Boah, oh mein Gott, ja. Wir gehen zurück. Wir haben nämlich genug jetzt. Lass mal zurückgehen. Wir placen die ganzen Erze und dann schauen wir mal, ob wir ein Full-Dia-Beacon haben. Und da jetzt alles massiv hinplacen und dann bauen wir alles mit Fortune ab. Fa
fast 800 Diererze und die bauen wir jetzt ab. Und dann schauen wir, ob wir einen Full-Dia-Beacon haben. Okay, es gibt jetzt auch ordentlich Level. Guck mal meine Level, Bro. Nach einigen Stunden Dias-Farmen mussten wir also diese Massen an Dias abbauen. Und nicht zu unserer Überraschung hatten wir nach stundenlangen Farmen tatsächlich einen Full-Dia-Beacon. Jo. Wir haben leider keinen Beacon. Aber egal. Das ist es mal egal. Wenn wir davon 68 Stück farmen von diesen Beacons, dann haben wir den Rekord für die meisten Diamanten. Also Leute, jetzt 67 Full-Dia-Beacons farmen. Let's go. Ja, nicht mit dieser Taktik. Aber ihr merkt vielleicht so langsam, in welche Richtung das geht. Da auch Stufe 2 nun abgeschlossen ist, gehören wir mittlerweile schon zu wohlhabenden Spielern und wir beenden das Thema Diamanten. Vorerst zumindest. Unseren Full-Dia-Beacon zusammen mit allen anderen enormen Reichtümern werden wir später im Video übrigens noch in eine gigantische Schatzkammer bringen, die wir anfangen zu bauen, wenn wir die nächste Stufe abgeschlossen haben. Ein Full-Netherite-Beacon. Der Netherite-Beacon ist so ziemlich das krasseste, was sich die meisten vorstellen, wenn es um Reichtum in Minecraft geht. So ein Beacon ist ein Stunden-, Tage- oder sogar wochenlanger Grind für die insgesamt 5904 Ancient Debris, die man abbauen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Aber es gibt doch bestimmt noch eine bessere, schnellere Methode an Netherite zu kommen, oder? An Chunkboardern farmen? Nein. Mit Bettexplosionen Netherite? Nein. Extrem viel TNT farmen? Nein. Eine Redstone-Kanone bauen, die 100.000 TNT in ungeladene Chunks schießt und damit einen zehntausende Blöcke langen Tunnel gräbt, in dem wir ganz einfach Ancient Debris farmen können. Lässt die Maschine einfach ein paar Stunden durchlaufen und hast am nächsten Tag einen zehntausende Blöcke langen Tunnel. Dass das Ganze aber doch noch einige Schwierigkeiten machen wird und nicht ganz so easy ist, wie es scheint, das finden wir aber erst später raus. Der Plan war jetzt, 20 von diesen Bohrern zu bauen und wir brauchten dazu einige Materialien. Vielleicht muss ich ein bisschen Eisen farmen gehen, sonst verbrauchen wir 60 Pistons. Und eigentlich brauchen wir 120 Pistons, also fast zwei Stacks, weil wir brauchen Sticky Pistons. Okay, 120 Pistons heißt, ich brauche Holz, Stein, Redstone und Eisen. Oh, die Slime Balls. Und genau, dann kann ich jetzt nämlich 60 Pistons, die wir brauchen, zu Sticky Pistons machen. So. Und dann Sticky Pistons. Let's go. Und ich hole jetzt mal ein bisschen Holz, weil wir brauchen noch ganz schön viele Materialien, für die wir Holz brauchen. Okay. Ich krieg Kopfschmerzen, wenn ich Redstone-Sachen sehe. Wirklich, ich will damit eigentlich nichts zu tun haben. Aber wir sind fertig. Wir haben alle Materialien gefarmt. Damit können wir die Bohrer bauen. Und die werden wir jetzt im Nether aufstellen. Die Bohrer werden im Nether auf Höhe 7 bis 15 platziert. Und dazu mussten wir für 20 Stück davon zuerst ein riesiges Loch ausheben. Das bedeutet also eine Menge Lava entfernen und extrem viele Blöcke abbauen, was selbst mit 20 Spielern einige Stunden gedauert hat. Also, da haben wir jetzt die Bohrer fertig. Expecto hat die hier hingezimmert wie kein zweiter. Die werden jetzt die ganze Nacht durchlaufen und werden hier morgen jede einzelne 30.000 Blöcke in die Richtung. Und dann können wir morgen 300.000 Blöcke absuchen nach Netherite. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Scheiße, Digga. Okay, wie es aussieht, sind die ganzen Maschinen in die Luft geflogen. Ich habe schon gehört, dass es nicht geklappt hat. Wir haben gestern Abend 11 gestartet. 6 davon sind direkt explodiert, als Expecto die Maschine angemacht hat. Und jetzt sind 12 Stunden vergangen. Wir haben den nächsten Tag und kein einziger Dupe hat es überlebt. Wir standen also vor einem großen Problem, denn diese Bohrer waren echt wichtig, aber leider auch sehr empfindlich und es gab eine ganze Menge an Kleinigkeiten, die man beachten muss, sodass alles funktioniert. Nach einigen Malen Bohrern explodieren, Materialien neu farmen und wieder aufbauen, sowie unzähligen Anpassungen wie der Laufzeit der Bohrer, der Anzahl der Bohrer oder anderen Dingen, hatten wir aber endlich einen funktionierenden Durchlauf und es haben zumindest zwei Bohrer geschafft, einen jeweils 12.000 Blöcke langen Tunnel zu graben. Aber da zwei Tunnel für 20 Spieler zu wenig sind und wir meinten, wir wüssten jetzt, wie es geht, haben wir die Bohrer am selben Tag noch ein weiteres Mal angemacht und gehofft, dass dieses Mal vielleicht sogar alles funktioniert. Hat es funktioniert. Es hat funktioniert. Oh mein Gott, haben alle funktioniert? Ja, so sollte das aussehen. Alter Junge, es hat echt geklappt. Junge, ihr wisst ja nicht, was das für ein Grind war. Wir haben so lange probiert, bis wir diese Bohrer zum Laufen gekriegt haben. Hier seht ihr den traurigen Versuch, den ersten Versuch, der geklappt hat. 5 Bohrer waren hier. Wir können, by the way, das ist auch ein lustiger Fact, wir können nur 5 Bohrer auf einmal aktivieren. Wenn man den 6. aktiviert, dann explodieren einfach alle. Also, es war jetzt zweimal bei Expecto so, dass er die Bohrer angemacht hat. Alles funktioniert. 6. Bohrer macht er an, alle explodieren. Es hatte also endlich funktioniert und wir konnten die erste große Netherite-Tour machen. Aber um in den Tunneln bestmöglich Ancient Debris zu farmen, brauchten wir eine ganze Menge Feuerresistenztränke gegen die Lava. Oh, was ist das? Oh, er hat schon. Oh, Crafters hat schon alle gebraut. Junge, ich wollte echt sagen, wir gehen jetzt los und farmen Fire Resi. Aber Crafters hat schon alles besorgt. Männer,
Seid ihr bereit für die Netherite Farming Tour? Jeder Spieler bekommt jetzt einen Tunnel. Ich zähle von drei runter und dann fliegen wir los. Und ich bin echt gespannt, wie viel wir da rauskriegen würden. 12.000 Blöcke. Das wird geil. Okay, 3, 2, 1 und let's go. Also ich bin gespannt. Hier haben wir das erste Agent Debris. Let's go. Das wird so Bock machen, glaube ich. Kommt jetzt wieder. Ja, wenn ich was übersehen soll, dann ist es halt so, Bro. Vielleicht kann mir ja jemand so ein Overlay schicken, wo nur Netherite irgendwie einfach so ein kleines Overlay oder so. Ja. Ah, ja, Digga. So ist halt viel geiler. Oh mein Gott, ja. Das ist das Ende, oder? Ist es das traurige Ende? Ja. 12.000 Blöcke und ich habe fast 6 Stacks Agent Debris. Also so rund um eine Stunde hat es gedauert für 6 Stacks Agent Debris. Wir haben über 35 Stacks Agent Debris. Für einen Full Netherite Beacon brauchen wir etwa 92 Stacks, also fast zwei Doppelkisten voll davon. Und auch wenn wir nach nur einem Tag schon ein Drittel hatten, stellt sich diese Methode später dennoch als viel zu langsam raus. Vor allem, da es immer wieder ein Krampf ist, diese Bohrer richtig zum Laufen zu bringen. Trotzdem haben wir es geschafft, nach wieder einigen Versuchen über Nacht ganze 9 Bohrer zum Laufen zu kriegen und hatten so am nächsten Tag 135.000 Blöcke zum Absuchen, was nach unseren Berechnungen für den Full Netherite Beacon reichen könnte. Nach 3 Stunden Netherite Farm und meiner Ausbeute von 7,5 Stacks Agent Debris ging es zurück und wir zählten unser Netherite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mal 9 sind 90, 92 Stacks und 36 Agent Debris. Und damit haben wir den Full Netherite Beacon nach 2 Tagen und insgesamt 5 Stunden Farm. Als nächstes müssen wir nur noch 2 Doppelkisten Gold farmen, sodass wir alles zu Netherite Blöcken craften und den Netherite Beacon aufstellen können. Full Netherite Beacon, let's go. Sind wir jetzt die reichsten Spieler in Minecraft? Nein, noch lange nicht. Der reichste Spieler in Minecraft zu werden, ist auf ganz viele Wege möglich. Denn je nachdem, welches Material man farmt, muss man unterschiedlich viel farmen, um sein Ziel zu erreichen. Wir wollen aber keine Diamanten farmen oder Gold. Wir wollen Netherite. Und die reichsten Spieler zu werden, bedeutet für uns nicht nur das meiste jemals gefarmte Netherite in ganz Minecraft zu besitzen, sondern auch den größten Netherite-Beacon zu farmen, der jemals in Survival gebaut wurde, welchen wir dann später in eine riesige Schatzkammer mit ganz vielen weiteren Reichtümern stellen werden. Wir werden also Netherite farmen. Aber wie viel Netherite müssen wir besitzen, um uns die reichsten Spieler in ganz Minecraft zu nennen. Vielleicht denkt ihr YouTuber wie zum Beispiel BastiGHG, Wunba, SB737 oder weitere sind die reichsten Spieler in Minecraft. Denn diese hatten ebenfalls alle schon vor uns einen Full Netherite Beacon. Ziemlich besonders, so einen zu besitzen. Aber naja, es gibt da ganz andere Kaliber. Denn um die reichsten Spieler in Minecraft zu werden, konkurrieren wir nicht mehr mit einzelnen Personen und deren Hardcore-Welten, sondern ebenfalls mit viel größeren SMP-Servern. SMP-Server mit ganz vielen Redstone-begeisterten Spielern, die es sich ebenfalls zur Aufgabe gemacht haben, die reichsten Spieler in Minecraft zu werden. Derzeitiger Rekordhalter ist das WaveTech SMP. Mit über 32 Stacks Netherite-Blöcken. Das ist über eine Schalker und fast 13 Full Netherite-Beacons. Und das ist doch eigentlich ganz easy. Also, dachte ich. Denn unser Vorteil waren die Bohrer. Diese Bohrer sind relativ neu und da das andere SMP einen World Eater benutzt, um den gesamten Nether zu löschen, sind sie langsamer als wir, die gezielt auf Höhe 15 nach dem Netherite bohren. Also, wo ist jetzt das Problem? Eigentlich gibt es kein Problem, außer dass diese Bohrer mir immer noch viel zu lange brauchen. Ich erspare euch jetzt mal das Rumgerechne, aber wenn wir das mit den Bohrern weiter durchziehen und dreimal am Tag, nachts, morgens und nachmittags die Bohrer aktivieren würden, dann bräuchten wir 20 bis 30 Tage, um den Weltrekord zu knacken. Aber da ich den Weltrekord nicht erst in 20 Tagen knacken will, sondern jetzt, mussten wir nach einer Lösung für unser Problem suchen und sind dabei auf etwas sehr Großes gestoßen, was später noch so einiges ändern wird und dieses Projekt in eine ganz andere Richtung lenkt. Bis wir dort sind, dauert es aber noch einige Tage und deshalb fangen wir wie versprochen in der Zeit schon mal mit unserer Schatzkammer an, in der am Ende auch der Weltrekord Netherite Beacon stehen wird. Und dafür müssen wir als erstes den perfekten Ort für unsere Schatzkammer suchen und entscheiden uns für einen großen Berg direkt in der Nähe. Hier müssen wir zuerst mal einen großen Teil des Berges gerade abschneiden, um dort später ein großes Eingangstor für unsere Schatzkammer bauen zu können. Denn diese Schatzkammer wird wohl eher eine riesige Palasthalle mit unfassbar viel Raum, gigantischen Säulen und mehr. Und um die hunderttausenden Steinblöcke entfernen zu können, brauchen wir einige Beacons. Und das heißt für mich und alle anderen eine ganze Menge Wither-Skellies killen und hoffen, dass viele Köpfe droppen. Zehn Netherstars. Und dann können wir die 10 Beacons machen. Dann können wir gleich anfangen, den Berg auszuhöhlen. Aber vorher müssen wir noch ein bisschen Obsidian farmen. Lass einfach kurz bis hier ein bisschen Obsidian mitnehmen. So.
Hier sollten wir, ja. Also wir craften das alles zu Blöcken zusammen und dann haben wir auch genug Blöcke, um die Beacons aufzustellen. Sowieso, wir haben noch fast gar keine Beacons hier auf dem Server gefarmt, deswegen war das, denke ich mal, jetzt nicht gewastet. Ja, gerade noch den Netherite Beacon platziert und jetzt bauen wir den Emerald Beacon. Um für die Schatzkammer einen würdigen Eingang zu bauen, brauchen wir eine steile Wand, in die ein großes Tor kommt und haben dazu erstmal ein bisschen geterraformt. Vorher und nachher. Aber bevor wir anfangen, im Berg riesige Mengen an Stein abzubauen, erkläre ich euch, was wir genau vorhaben. Denn diese Schatzkammer soll genau wie alle anderen Dinge, die wir schon mal gebaut haben, natürlich wieder ein sehr besonderes Bauwerk werden, welches unseren Standards entspricht. Kommen wir also zum Bauplan. Wir starten damit, den Berg auszuhöhlen und teilen die Schatzkammer so in insgesamt 4 Abteile ein. Einen langen Gang direkt vom Eingang, welcher bis nach ganz hinten zum Hauptraum führt. In diesem Hauptraum wird dann später der riesige Netherite Beacon auf einem gigantischen Podest stehen. Links und rechts vom langen Gang gibt es auf jeder Seite einen weiteren Raum, in dem insgesamt 12 große Spielerstatuen stehen werden, von den Spielern, die sich am meisten am Netherite Beacon beteiligt haben. Um der Schatzkammer aber noch etwas Besonderes zu geben, wird man nicht einfach auf dem Boden laufen, sondern nur auf schmalen Brücken, welche sich durch alle Gänge und jeden Raum ziehen. Links und rechts von den Brücken kann man dann in einen Abgrund nach unten schauen und gigantische Haufen aus Goldblöcken sehen. Die generelle Farbkombination von der Schatzkammer wird weiß mit schwarzen Akzenten sein und ausgeschmückt mit vielen edlen Materialien. Im großen Hauptraum gibt es viele gigantische Säulen, die bis zur hohen Decke reichen, welche wirklich vom Aussehen unsere absoluten Lieblingssäulen sind. Ihr bekommt diese aber erst später zu sehen. Auch der Eingang der Schatzkammer wird alles andere als normal. Hier werden gigantische Felsen den Eingang verdecken, welche alle Risse haben, in denen Amethystblöcke zu sehen sind. Also so, als ob der ganze Berg im Inneren ein riesiger Kristall ist. Am Eingang soll auch ein großer aufgebrochener Amethystkristall sein, welcher so den Eingang zur Schatzkammer aufdeckt. Diese ganzen Felsen sollen dann auch mit Moos und Leaves ein bisschen zugewachsen sein und zu guter Letzt noch ein gigantisches Drachenskelett obendrauf, welches unseren Eingang bewacht und sich an die Felsen klammert. Falls ihr euch das noch nicht so richtig vorstellen könnt, dann vertraut mir, wir haben wirklich ein paar sehr talentierte Bilder auf dem Server und es sah am Ende wirklich unglaublich gut aus. Ihr wollt also wirklich freiwillig die ganze Nacht wach bleiben. Es ist 3 Uhr morgens. Und das alles bis nach ganz da unten abbauen, obwohl wir jetzt gerade 3 Stunden lang die ganze Scheiße hier abbauen. Okay, viel Spaß. Oh, 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 oh. Hat jemand das getan, was er gesagt hat? Als ob sie es wirklich gemacht haben. Das hätte ich echt nicht erwartet. Robin und Nils haben das ganze Ding hier alleine runtergemacht. Krass. Das sollte vorerst aber genug sein. Denn bevor wir am Ende des Videos diese kahlen Steinwände und leeren Räume in eine wunderschöne gefüllte Schatzkammer verwandeln, kümmern wir uns als nächstes wieder um unser Hauptziel, den größten Full Netherite Beacon. Und da wir später in unserer Schatzkammer extreme Mengen an Goldblöcken für den Boden brauchen, aber auch für unseren riesigen Full Netherite Beacon, werden wir eine sehr wichtige weitere Vorbereitung treffen und eine Goldfarm bauen. Eine Goldfarm, die möglicherweise ein bisschen übertrieben ist. Dazu brauchen wir vor allem 10 Doppelkisten Obsidian und könnten diese jetzt natürlich auch 10 Stunden im End abbauen oder wir bauen eine Obsidian Farm. Und während Expector die im End baut, kümmern wir uns um die fast 2 Doppelkisten Glas, die wir ebenfalls für die Goldfarm brauchen. Genau, das heißt, wir farmen jetzt ein bisschen Sand. Fast 2 Doppelkisten, 1,7 Doppelkisten brauchen wir. Ah ja, hier ist auch schon Glas. Mach das aber hier rein. Ja, okay, es funktioniert. Also guck, der Ruder ist jetzt hier und schießt die ganze Zeit Expector ab, aber das geht nicht, weil die Dinger werden vom Wasser hochgeboostet. Und er macht die ganze Zeit die Plattform hier kaputt und die spawnt ja immer neu, wenn man ins End geht. Aber wenn Schneebälle ins Endportal reinfliegen, dann geht's auch. Deswegen muss jetzt irgendjemand den Schneemann, der irgendwo bei einem Overworld-Portal ist, halt so machen, dass er die Schneebälle automatisch immer in das Endportal reinschmeißt. Guck mal, jetzt funktioniert. Das sieht man auch hier. Die weißen Partikel sind immer von einem Schneeball. Wir hatten also unser Glas, die Obsidian-Farm lief und wir konnten uns um die restlichen Materialien für unsere XXL-Goldfarm kümmern, die übrigens zu den Farmen gehört, bei dem am Ende tausende Mobs aus einem einzigen Nether-Portal rausströmen. Um die ganze Technik dahinter zu bauen, brauchten wir aber noch einige Materialien, wie unter anderem 7 Stacks Trichter, 2 Stacks Beobachter, 2 Stacks Komparator, 2 Stacks Dropper, 1,5 Stacks Sticky Pistons und viele weitere. Also wenn wir jetzt einen guten Mond haben, dann würde ich jetzt Slime farmen in der Nacht. Aber ich gehe jetzt mal in den Nether ganz kurz, denn im Nether farme ich jetzt ein bisschen Quarz. Wir brauchen einerseits Komparator und auch Beobachter.
Jetzt, was für einen Mond haben wir? Ja, okay, aber der Mond ist schon in Ordnung. Ich glaube, da würde ich auf jeden Fall mal losgehen und ein bisschen nach Slimes suchen. Ja, soll ich jetzt schon losgehen? Doch, ich glaube, ich gehe jetzt schon los. Ja, okay, 56. 56 ist solid. 19 Doppelkisten Obsidian. Direkt in den Schalkern. Damit können wir dann die Goldfarm bauen gleich. Hier ist schon der Anfang und ich stelle das ganze Obsidian mal hier hin. 30.000 Obsidian. Und das müssen wir jetzt platzieren. Jedes Portal ist 1, 2, 3 Blöcke hoch. Insgesamt 5. Und die werden immer so aufeinander gebaut. Also 1, 2, 3, 4, zack. Und die dazwischen sind immer versetzt. Seht ihr, die fangen hier an. Boden 2 Blöcke höher, Boden 2 Blöcke höher, Boden 2 Blöcke höher. Aber die Portale an sich sind immer gleich. Also es ist eigentlich richtig easy. Digga, oh mein Gott, ich weiß nicht, welche Substanzen die Person hier zu sich genommen hat, aber Bro, das ist ein 2 Blöcke hohes Portal. Ja, oh mein Gott, Bro, ist das viel. Ja, okay, dann müssen wir bis hier alles abbauen. Guck mal, Obi hat doch gereicht. Goldfarm, fertig, die XXL Goldfarm. Wie viel Obsidian habe ich geplaced? 11.000. Okay, es geht dann noch. Zuletzt mussten wir noch eine ganze Menge Glas placen, sodass auf den Portalen nichts spawnt. Aber da das ziemlich langweilig ist, benutzen wir die Power des Videoschnitts und skippen direkt zum Part, als wir die Farm anmachen. Okay, Leute, wir testen jetzt die Goldfarm. Aus diesem Portal sollten jetzt gleich Piglins rauskommen. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, Alter. Hä, wir brauchen ja gar keine Level. Level kommen alle 5 Minuten auf einmal. Oh, jetzt. Oh mein Gott. Krass, die werden so gespeichert. Die Farm ist ja insane, Bro. Junge. Alter, guck dich das an. Digga, es regnet einfach, die Dinger. Das ist ja noch krasser als bei dieser Perimeter-Creeper-Farm. Digga, das ist so geisteskrank. Diese Goldfarm macht pro Stunde etwa 30.000 Goldbarren und es sollte so kein Problem sein, genug Gold sowohl für die Schatzkammer als auch den Netherite Beacon zu bekommen. Das Problem ist nur immer noch, dass wir viel zu langsam Netherite bekommen und wir es niemals schaffen, so unser Ziel zu erreichen. Das Video würde an der Stelle enden und wahrscheinlich niemals auf YouTube landen. Der SMP-Start liegt mittlerweile einen Monat zurück und wir stehen vor einem sehr großen Problem. Aber anders als auf meinen Videoplan kann man sich wirklich jedes Mal auf mein Glück verlassen. Und so bin ich an einem Nachmittag zusammen mit Expecto, unserem Farmbauer, und einer anderen Person in einem Discord-Call gelandet. Diese Person war Mr. Tevo. Und viel über ihn müsst ihr nicht wissen. Es reicht ein Wort. Redstone. Er hatte relativ schnell von unseren Problemen mitbekommen und war überzeugt, eine Lösung dafür zu haben. Das Problem war, dass wir die kleinen Bohrer nur eine gewisse Zeit anlassen können, da diese massenhaft TNT anhäufen und es dann auf einmal quer durch den Nether schießen und so einen riesigen Tunnel erschaffen. Und das macht Lags. Viele Bohrer, die kurz laufen, sind also genauso effizient wie wenig Bohrer, die lange laufen. Beide bringen den Server an seine Grenzen und es dauert gleich lang. Die Lösung hierfür ist ganz einfach. Was ist besser als ein kleiner Bohrer? Ein großer Bohrer. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie das alles funktioniert und warum. Aber das ist egal. Grob gesagt ist das kein Bohrer, sondern eine riesige Redstone-Kanone, die nicht wie die kleinen einen Tunnel macht, der 10 Blöcke breit ist. Diese Maschine macht einen Tunnel, der 1500 Blöcke breit ist. Das Prinzip ist das gleiche wie bei den kleinen, bis auf dass hier nicht hunderttausende TNT-Blöcke, welche kurz vorm Explodieren sind, angehäuft werden und dann abgeschossen werden, sondern dass alles Stück für Stück passiert. Und nachdem ich das gesehen hatte, sind wir verzweifelt, wie wir waren, direkt auf den Server gegangen, um für diese gigantische Redstone-Konstruktion unglaublich viele Materialien zu farmen, mit der Hoffnung, dass diese Maschine die Lösung für unser Problem ist. Dann legen wir mal los. Wir farmen die Materialien für den XXL-Bohrer und das werden dann die ganzen Kisten für die Materialien, wo alles für den großen Bohrer reinkommt. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um den größten Punkt auf der Liste, zumindest von den Zahlen, und zwar um die Stonebricks, denn wir haben ja bei unserer Schatzkammer extrem, extrem viel davon. Und diese wunderbaren Kisten hier, alle gefüllt mit Clean Stone. Wir brauchen 5,5 Doppelkisten Stonebricks. Und das heißt, ich kann ich jetzt einfach craften. So. Wir sind fertig. Dann bringen wir die mal in die wunderbare Kisten, die wir aufgestellt haben. Ja, dass man einfach Laternen braucht dafür. Wenn bei einer Redstone-Konstruktion Laternen benutzt werden oder irgendwelche Random-Blöcke, wo ihr keine Ahnung hattet, dass sie was mit Redstone zu tun haben, dann könnt ihr euch sicher sein, die Redstone-Maschine wird groß. Jo, wir sind fertig. Ich habe noch nie so lange Repeater geschafft. Ich stand hier gerade eine halbe Stunde und es ist extrem teuer. Die ganzen Kisten hier komplett leer geräumt. Das war alles voll mit Cleanstone. Hier extrem viele Redstone-Blöcke, Bro. Die Kiste war locker bis hier oder so voll. Ja, das ist krank. Wir müssen 12 Stacks von diesen goldenen Pressure Plates craften und wir haben kein Gold mehr. Deswegen gehen wir jetzt zu unserer nagelneuen Goldfarm.
Genau, Expector wird jetzt hier stehen. Er killt ihn nämlich. Und ich bin nur dafür verantwortlich, das Ganze zusammen zu craften, weil das werden jetzt halt ganz viele Gold Nuggets sein. Und die müssen zu Barren umgecraftet werden. Und dann zu diesem Pressure Plates. Und es leckt völlig. Ich habe 35 FPS. Ach da. Boah, guck dich diesen Haufen an. So, meine Strategie ist es nämlich, mach so, so. Ja, krasse Strategie. Guck mein Inventar jetzt an, guck an. Zack. Und alles voll. 9, 10, 11, 12, okay, wir haben's. Ihr findet ihr es nicht manchmal auch ein bisschen komisch, dass wir einfach auf einer scheiß Kugel wohnen? Wir wohnen einfach auf alle auf so einer komischen Kugel. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr auf dem Boden steht, dann könnte es sein, hier ist die Erde in der Mitte und ihr steht so und jemand anderes auf der anderen Planeten steht so. Das heißt, eure Beine sind in... Wir farmen also den restlichen Tag die unzähligen Materialien für den Bohrer und konnten so auch schon bald mit dem Bau beginnen. Und erinnert ihr euch noch, als wir ein Loch für die kleinen Bohrer ausheben mussten? Das hat 6 Stunden gedauert. Und ich weiß, ihr könnt es kaum glauben, aber auch dieses Mal mussten wir ein Loch im Nether ausheben. Der Bohrer ist 1500 Blöcke lang, was bedeutet, wir mussten per Hand im Nether, wo überall Lava war, einen gigantischen 1500 Blöcke langen Tunnel ausheben. Ihr bekommt es hier gerade in einer Timelapse in wenigen Sekunden zu sehen. Aber wir haben unübertrieben 2 Wochen lang diesen Tunnel ausgehoben, da überall Lavaseen waren, die wir wegmachen mussten. Zur Erinnerung, in Lava ist man extrem langsam und kann nicht schwimmen, man bekommt dauerhaft Schaden und man sieht absolut... gar nichts. Wenn ihr noch kein Like da gelassen habt, dann jetzt noch zumindest ein Mitleids-Like. Ihr könnt dazu übrigens einfach am Handy auf dem Bildschirm tippen und unten links auf Like. Aber skippen wir diese ganze Qual und lasst uns endlich mit dem Bohrer anfangen. Wir haben's. Hinter mir ist ein Tunnel und dieser Tunnel ist 1500 Blöcke lang. Ja, man denkt es nicht, aber dieser Tunnel war Pain. Das war wirklich ungelohnt das Schlimmste. Und ich habe auch schon 3 Wochen lang Blackstone gefarmt. Aber das war das Schlimmste. Das mache ich nie wieder. Nee, das kann sie keinem erzählen. Das war so krank. Die ganze Decke ist jetzt auch nochmal clean. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Die letzten 3 Stunden. Wir wollten eigentlich vor 3 Stunden schon die Bohrer anfangen zu bauen überhaupt mal. Aber mussten jetzt halt noch 3 Stunden lang die Decke wegmachen. Decke clean. Alles auf Höhe 16. Boden clean. Alles auf Höhe 6. Die Wände sind auch clean. Und wir haben es. Hier kommt jetzt der XXL Netherite Bohrer. Genau. Also, wir haben jetzt alle Materialien hier. Keine Ahnung, was es hier alles ist. Und ich will mit dem ganzen Zeug auch nichts zu tun haben. Mr. Tevor baut jetzt den Bohrer. Also den Hauptbohrer, wo wir auch alles bedienen können später. Und genau, alle anderen werden dann, also auch ich, weil ich habe keine Ahnung. Und ich denke, es ist auch am besten, wenn das eine Person alleine macht. Den Bohrer, der die 1500 Blöcke lang ist. Also der Part, der am Ende dann tatsächlich auch das TNT schießt. Ich werde Expector und Mr. Tevor sind gerade im Call. Wahrscheinlich hört sich das die ganze Zeit so an. Redstone, 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 Redstone. Datenbanken, Datenbanken, Server, Redstone, 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 Redstone. Komparator. Dieses Ding, was wir jetzt hier haben, das müssen wir jetzt 1500 Blöcke in die Richtung bauen. Und wir müssen aufpassen vor Ghasts, weil die Ghasts machen uns sonst das Ding kaputt hier zum Beispiel. Wenn wir halt darauf rumklettern, dann Ghasts auf uns schießen, dann machen die halt was kaputt. Und das ist dann blöd, weil dann müssen wir die Blöcke neu farmen. Und wir haben nur exakt genauso viele Blöcke, wie wir auch brauchen. Ich glaube, so können wir es auch machen, dass wir gut gegen Ghasts kommen. Wir können einfach immer nach der Reihe alles machen. Das heißt, wir können jetzt diese Stonebricks hier schon komplett durchziehen, genauso wie diese Stonebricks hier. Und ziehen die schon mal für 1500 Blöcke durch. Ich glaube, so kriegen wir das am entspanntesten hin. Wir sind durch mit den Stonebricks und das Ganze hat jetzt über eine Stunde gedauert. Haha, Piston, oh mein Gott, habe ich jetzt... Bro, das ist ja auch Krampf. Das für 1500 Blöcke durchziehen. Also wir machen es uns echt einfach, indem wir es halt so bauen, damit wir nicht so viel denken. Boah, Digga, das ist ja so krampfig. Digga, ihr seht hier einen Meister mit seiner Technik. Ein präziser Klick. Schaut euch an, was eine Eleganz, was eine prachtvolle Ausführung. Digga, oh mein Gott, und da kommt er. Ja, was bringen überhaupt die Pistons, die ich gerade place? Was sollen die bringen? Die können ja nicht den Piston wegdrücken, weil der ist ja da drin. Und hier sieht man auch schon mal ein bisschen den Bohrer. Ich habe keine Ahnung, was hier ist. Ich würde gerne was dazu sagen, aber gar keinen Plan. Aber es funktioniert am Ende. Ja, es wäre doch zu schön, wenn das auf Anhieb funktioniert hätte, wenn wir ja gerade mal seit über 90 Stunden in diesem Projekt sitzen. Der Bohrer war nun fertig gebaut und wir konnten ihn anmachen. Von der Theorie, wir machen den Bohrer an, laden nur den halben Bohrer in einer Render Distance, sodass massig TNT-Entities getubed werden, in sogenannte Lazy Chunks geschoben werden, welche am Rand einer Render Distance liegen, wo das
das TNT nicht explodieren kann. Diese ganzen TNT-Entities werden dann auf den 1500 Blöcke langen Bohrer verteilt und anschließend durch nicht geladene Chunks über die gesamte Minecraft-Welt geschossen. Dieser Vorgang wiederholt sich immer wieder und wenn man den Server betritt und die ungeladenen Chunks, in die das TNT geschossen wurde, als Spieler wieder normal lädt, macht es Bumm und wir haben eine Fläche von 45 Millionen Blöcken, auf der wir genug Ancient Debris farmen können, so lange, bis wir den Weltrekord knacken. Der Bohrer muss für diesen ganzen Kram 96 Stunden am Stück laufen und es kann jederzeit passieren, dass er sich einfach selber in die Luft sprengt. Nach 40 Stunden ist unser Bohrer in die Luft geflogen. Warum? Wissen wir nicht. Und es könnte dafür hunderte Gründe geben. Und was ist die logischste Handlung, die man nach so einem Versagen und fast 100 verschwendeten Stunden macht? Aufgeben. Nein, den ganzen Bohrer wieder aufbauen und nochmal 96 Stunden hoffen, dass alles klappt. Und so dumm das auch klingt, aber es hat tatsächlich funktioniert. Der Bohrer ist durch. Fast 100 Stunden, 96 Stunden haben wir das Teil jetzt angelassen und die ganze Zeit, Digga, ich habe die ganze Zeit so beliebt, dass das Ding anbleibt. Jeden Tag 5-mal geschaut, aber wir haben es geschafft. 1500 Blöcke in die Richtung. 31.000 Blöcke hinter mir. Es gibt eine Fläche von 46 Millionen Blöcken, wo überall Ancient Debris ist. Das können wir jetzt alles abbauen. Dadurch werden wir die reichsten Spieler in ganz Minecraft. Das klingt jetzt so, als ob wir fast fertig wären, aber ich denke, das wird sehr, sehr lange dauern, Bro. Ich kann es euch zeigen. Man kann es gar nicht Tunnel nennen. Also, es ist ein Tunnel, aber das ist einfach nur eine riesige Fläche. Der ganze Nether ist untergraben. Da vorne explodiert es noch. Junge, Digga, was? Hä? Oh mein Gott. Lieber nicht in die Explosion reinfliegen. Bevor wir anfangen, muss ich, glaube ich, erstmal meine ganzen Sachen reparieren. Also meine Picke, meine Elytra, meine Rüstung ist ein bisschen gedamaged und meine andere Elytra muss ich noch holen. Digga, guck dich das einfach an. Das hier, das waren die Bohrer vorher, was Ultra-Kopfschmerzen war. Aber trotzdem, Bro, was hier der Fehler war, warum der am Anfang explodiert ist, keine Ahnung. Okay, dann gehen wir kurz ins End und reparieren mein Stuff. Und dann geht's los. So, warte mal ganz kurz. Oh, na, ah, ne, okay, hier sind die. Ja, meine Picken sind halt ehrlich. Und da muss ich nochmal ganz kurz betonen, ich habe sie aufgehoben. Das hier ist die Tag 1 Holzspitzhacke. Original. Diese Holzspitzhacke, Bro, das wird so geil. Da können wir mal irgendwann so ein Museum oder sowas bauen. Genau. Und wir müssen auf jeden Fall die Tools reparieren. Ich bin froh, dass ich gerade nicht gestorben bin. Das wäre so scheiße. Einmal hier. Ganze Rüstung voll mit einem Schlag. Auch voll. Bro, ich finde Enderman-Farmen sind auch sowas. Ist so eine gute Idee, Bro. Das ist so das Macher, wer das erfunden hat. Wir haben alle Picken repariert. 4 Picken. Und Essen haben wir. Wir haben Raketen. Wir haben ein bisschen Fire-Resi. Und jetzt gucken wir mal, ob wir ein bisschen mehr Fire-Resi noch finden. Weil das wird eine echt lange Nether-Tour. Und dafür brauchen wir viel, viel mehr. Alle 2 Fire-Resi. Und wenn ich sage, los, trinken wir alle. Wir stoßen sozusagen an auf unseren Erfolg. Okay, Männer, 46 Millionen Blöcke Netherite Farm. Wir haben das ultimative Loch, den ultimativen Bohrer. Wir sind fertig, wir sind alle ready. Wir haben uns heute hier versammelt und legen los. Boah, Gänsehaut. Und es geht los. Jeder nimmt sich einen Bereich, alle in einer Reihe. Jeder nimmt eine Linie, 30.000 Blöcke und wir farmen das Netherite. Und es ging endlich los. Wir hatten das gesamte Ancient Debris freigesprengt und waren so dicht an unserem Ziel. Während dem Netherite Farm vergingen Stunden über Stunden, Tage und sogar die erste Woche, was meine Zeitvorstellung von dem Ganzen komplett übertraf. Wir wurden mit der Zeit immer schneller im Farmen, unsere Augen waren perfekt im Netherite Modus und wir hatten Stand jetzt 9 Tage keine Blöcke bis auf Netherrack, Blackstone, Basalt und Ancient Debris gesehen. Aber es sollte auch nach 9 Tagen noch nicht vorbei sein. Um auch die YouTube-Zuschauer mal auf den neuesten Stand zu bringen, wir befinden uns gerade am Anfang eines 12-Stunden-Streams. Wir haben Stand jetzt 44.000 Ancient Debris gefarmt. Tag 9, seit 9 Tagen farmen wir Netherite. Und die Kollegen haben mich schon die ganze Zeit ab. 7,5 Netherite Beacons. 7,5 Full Netherite Beacons. Wir sind ca. 15 Leute, würde ich sagen, die relativ gut grinden. Und wir werden jetzt 12 Stunden lang Netherite Farm in diesem Loch. Ich befinde mich gerade bei 20.000 Blöcken, die ich schon abgelootet habe und immer hier so 2 Chunks mache die ganze Zeit. Und ja, Ziel für heute in 12 Stunden sind 10 Netherite Beacons. Wir haben Wochenende, wir haben einen schönen Samstag. Mal gucken, ob wir das heute schaffen. Genau, es gibt auch ein neues Update und zwar vom WaveTech S&P. WaveTech S&P hatte irgendwie 67.000 Ancient Debris. Wir haben jetzt gerade 44.000. Da könnte man denken so, jo, wir haben es doch schon fast geschafft. Nee, WaveTech S&P hat 100.000 Ancient Debris mittlerweile und wahrscheinlich sogar schon ein bisschen mehr und das sind 20 Full Netherite Beacons. Glücklicherweise haben wir in unserem Loch genug Ancient Debris, aber das heißt, dass wir auch jetzt ein bisschen länger noch farmen müssen. Generell das Ziel waren sowieso 20 Full Netherite Beacons so und das müssen wir jetzt auch
machen, um den Weltrekord zu knacken. Aber mal gucken, vielleicht machen wir 30. Es ist mittlerweile der 13. Tag vom Netherite Farm. Wir sind bei 12,6 Beacons, 12,6 Netherite Beacons und wir haben keine Fire Resi mehr. Deswegen kümmere ich mich jetzt mal um Fire Resi, weil die ständig leer geht. Ich würde so ein Fire Resi Imperium gründen und richtig viel ranholen. Ja, ist schon krass, wenn man denkt, dass wir einfach jetzt über 10 Netherite Beacons theoretisch hier rumstehen haben könnten. Ich kümmere mich jetzt um Fire Resi. Und wir haben es diesmal nicht auf die Ruder-Skelette abgesehen, sondern auf Blaze Rods und die Nether-Warzen, die hier sind. So. Und auf dieser Plattform pflanzen wir jetzt ganz viele Nether-Warzen an. Das ist gut, dann können wir nämlich während die hier hochwachsen, die anderen Sachen holen. Deswegen machen wir das jetzt zuerst. So, das sind die Braustände und hier machen wir unser Lager. Da werden die ganzen Potions hinkommen. Okay, wir gehen jetzt in den Nether und holen Magma Cream und Blaze Rods. Meine Netherwarzen sind gewachsen. Alle sind hochgewachsen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall genug. Genau, aber ich habe nicht nur Blaze Rods gefarmt, dass wir jetzt die bepowern können alle, sondern natürlich, dass wir auch noch ein paar Braustände machen können, weil die Braustände hier sind viel zu wenig. Und dann machen wir uns ein Stack Braustände. Und die befüllen wir jetzt alle erstmal mit Blaze Powder, mit 3 Tränken. Und das ist geil, weil mit jedem einzelnen Braustein kriegen wir jetzt 3 neue Fire Resi Tränke. Und mir fällt auch gerade auf, ich muss noch Redstone holen. Weil ohne Redstone haben wir leider nur sehr kurze Fire Resi Tränke. Und die sind mir eigentlich schon sowieso viel zu kurz. So, Redstone müsste eigentlich noch in der Raid Farm sein, oder? Wenn wir Glück haben, ist hier noch was. Aber wie ich unsere Raid Farm kenne und die Leute, die Raid Farm benutzen, wird hier nichts mehr sein. Kein einziges. Alle bunkern das immer hier. Hier ist Redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fast 9 Doppelkisten Fire Resi. So. Die sind alle voll. Ich glaube, wir machen das in die Ender Chest bei mir. Ist ja ein idealer Zeitpunkt, um mal seine Ender Chest aufzuräumen, oder? Eisen, Eisen, Eisen. Eisen brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ich sag ehrlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen bodenlos. Also, die sind alle voll. Und ich werde mir auch nochmal 2 nehmen. Ich jetzt, oder sogar 3. Schon ein bisschen. Bro, ich sag, ich mache große Fire-Resi-Tour. Save mir diese hier und steck mir nochmal selber 3 ein. Wow, ich habe 6 Schalker Fire-Resi für die anderen geholt. Nö, nö. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Da fühle ich mich überhaupt nicht schlecht. Alright, wir stellen jetzt kurz im Nether auf. Und dann gehen wir wieder in Netherite Farm. Dann verzieht sich der Kollege hier wieder. Und so ging es weiter. Nur noch 7 Netherite Beacons, bis wir unser Ziel erreichen. Zu dem Zeitpunkt war die Motivation aller Spieler am Boden und die nächsten Tage sollten nochmal extrem anstrengend werden. So verging nochmal eine ganze Woche und wir kamen unserem Ziel immer näher, bis wir schließlich den vermeintlich letzten Tag Netherite Farm vor uns hatten. Letzter Tag vom Netherite Farm. Es ist Tag 21. Wir farmen seit 3 Wochen Netherite und uns fehlen jetzt gerade noch 0,1 Netherite Beacon, bis wir die 21 Netherite Beacons haben. Wir müssen circa 1000 Ancient Debris heute farmen und dann kommen wir zu großen Auswertungen und wir werden einige Doppelkisten Ancient Debris haben. Wir haben uns dazu entschieden, darf ich stolz verkünden, dass wir die reichsten Spieler in Minecraft sind. Wir werden dann die große Auswertung machen, wie viel Ancient Debris wir tatsächlich haben. Und wir haben uns halt dazu entschieden, 21 von Netherite Beacons zu farmen, obwohl wir nur 20 bräuchten. Also wir haben einen Counter im Tab. Ihr seht, wir haben 20,89 Netherite Beacons gerade. Die Zahl da oben sollte stimmen. Aber ich denke mal, es sind auch teilweise ein paar Leute gestorben und haben Netherite verloren. Deswegen die tatsächliche Zahl und ob wir auch überhaupt... Es kann sein, wir haben nur die Hälfte von da oben. Wir haben in den ganzen 3 Wochen, wo wir das jetzt schon machen, kein einziges Mal das Netherite gezählt. Wir haben keine Ahnung, wie viel... Also wir tappen komplett im Dunkeln. Wir denken, wir haben jetzt den Weltrekord. Wir fahren jetzt nochmal heute Netherite und dann machen wir die große Auswertung. Wir sind fertig mit Netherite Farm. Hinter mir stehen Kisten. Und ihr wisst, was ich gleich sagen werde. Diese Kisten sind alle voll mit Netherite. 121.000 Ancient Debris. Das sind über 20 Full Netherite Beacons, die hier in den Kisten sind. Hier alle Kisten voll mit Ancient Debris. 21 Tage Netherite Farm und es waren auch wirklich 21 Tage ohne die Tage, die wir ausgelassen haben, wo wir nicht farmen konnten, weil der Server nicht ging. Das heißt, wir haben wirklich 21 Tage lang komplett durchgefarmt und haben es geschafft. Ich bin am Ende. Achso, und falls ihr euch fragt, ob es gereicht hat, nein, es hat nicht gereicht. Wir farmen seit 3 Stunden nochmal Netherite, damit wir auch wirklich genug haben. Ich bin absolut am Boden zerstört. Das ist der alte Beacon. Der ist noch hier, der ist auch schon eingerechnet. Und die ganzen Kisten sind voll. Es ist absolut crazy. Falls ihr euch fragt, auf was für einer Plattform ich hier bin, wir werden später alles in einen großen Netherite-Beacon zusammen machen. Diese Plattform hier
ist die unterste Ebene von diesem Beacon. Das heißt, wir werden einen Netherite Beacon bauen mit der untersten Plattform. Das ist die komplette Plattform, auf der ich gerade laufe. So groß wird der Netherite Beacon. Massiv alles aus Netherite Blöcken. Das ist eine Doppelkiste voll mit Netherite Blöcken. Der nächste Step ist jetzt, das ganze Ancient Debris natürlich in Netherite Blöcke umzucraften. Und dazu brauchen wir eine ganze Menge Gold. Und glücklicherweise, wir brauchen 35 Doppelkisten Goldbarren, um alles umzucraften zu Netherite Blöcken. Aber wir haben ja auch schon unsere Goldfarm gebaut, die eigentlich besser nicht geht. Wir haben eigentlich die beste Goldfarm hier auf dem Server, die überhaupt möglich ist. Und die müssen wir anmachen. Es gibt nur ein kleines Problem. Und zwar brauchen wir über 1 Million Goldnuggets, um den großen Beacon zu craften und alles hier zu Netherite-Wachen zu machen. Diese 1 Million Goldnuggets können wir nicht lagern, weil wir nicht so ein großes Lager bauen können bei der Goldfarm. Das heißt, wir haben dann einen Schalker-Loader, der alle Goldnuggets immer automatisch in Schalker füllt und diese Schalker werden dann ins Lager einsortiert. Und was wir jetzt machen müssen... Schalker Farm. Wir haben tatsächlich schon eine Schalker Farm gebaut und zwar ganz am Anfang. Schalker Shells sind nicht das Problem. Wir brauchen über 1000 Schalker Boxen, aber wir haben kein Holz. Ja, wir haben 35 Doppelkisten voll mit Ancient Debris, aber wir haben kein Holz. Okay, ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal um Holz. Ich hab schon, ey Bro, das ist so geisteskrank. Ich habe gestern am Ende, wo wir fertig geworden sind mit Netherite, das erste Mal einen Baum abgebaut. Das war unglaublich, das Gefühl. Ich habe 3 Wochen wirklich, also Bro, das ist halt wirklich krass. Das ist wirklich krass. 3 Wochen lang nur Netherrack, Basalt und Ancient Debris abgebaut. Ancient Debris 12.642, ich alleine, die ich abgebaut habe. Und es ist einfach mein 5. meist abgebauter Block. Checkt ihr, dass das hier einfach unser Netherite Beacon wird? Digga, das ist geisteskrank. Okay, das sind alle Kisten, die wir brauchen. Und damit können wir 1000 Schalker Boxen craften. Ah, okay, hier müssen die ganzen... Oh mein Gott, Bro, Alter, hier ist ja richtig. Wir haben unseren Crafting Table mitgebracht und wir haben das hier mitgebracht. Alter, das wird das... Ich freue mich ja richtig, jetzt hier 1000 Schalker einmal durchzukraften. Goldfarm ist aktiviert. Das heißt, jetzt müssen wir warten und zwar eine ganze Weile, bis hier alles voll ist mit den ganzen Schalkerkisten. Und wenn das durch ist, dann können wir unseren Netherite Beacon aufstellen. Okay, wir fliegen jetzt zur Goldfarm, denn es ist einige Zeit vergangen, einige Tage und wir müssen jetzt genug Gold haben, um das ganze Netherite zu craften. Unsere Goldfarm und hier in diesen Kisten sollte jetzt ziemlich viel Gold sein. Ich erwarte jetzt einen Anblick, einen prachtvollen Anblick von unfassbar vielen Doppelkisten, diesen ganzen Doppelkisten. Und überall sind Schalker und diese ganzen Schalker sind alle randvoll mit Gold-Nuggets, die wir jetzt gleich umcraften werden. Ich bin bereit. Okay, krank. Es hat echt funktioniert. Wir craften jetzt das Gold zusammen und dafür haben wir Block Bolo, weil Block Bolo ist der schnellste Crafter der Welt und ich werde ihm jetzt das ganze Gold hier droppen und er craftet es zu Goldbarren um. Die Goldbarren bringen wir dann zum Netherite und dann können wir es auch dort alles zu Netherite-Barren craften. Alle voll mit Goldbarren und die müssen wir jetzt transportieren. Wir müssen die jetzt zu den ganzen Kisten mit Ancient Debris bringen und dann müssen wir das ganze Ancient Debris noch smelten und dann können wir es zusammen craften und es geht los. Wir sind nur noch kurze Momente davor, bevor wir eine ganze Doppelkiste voll mit Netherite Blöcken haben. Okay, alle Kisten sind voll. Andere Seite, alles voll mit Ancient Debris. Wir müssen jetzt das ganze Netherite smelten. Und dazu werden wir nicht diesen Ofen hier benutzen, der ein Stack Netherite in 10 Sekunden durchsmeltet, weil sonst müssten wir 5 Stunden Ancient Debris smelten. Wir werden... Wir werden eine Ofenwand bauen. Wir bauen wirklich jedes Mal eine Ofenwand und ich habe es immer bereut. Aber ich werde mich jetzt nicht 5 Stunden hier in diesen Smelter stellen. Wir werden es jetzt wieder tun. Kohle. Ja moin, hier ist gar nichts. Wo habt ihr die Kohle hin? Habt ihr das woanders? Ja. Digga, Mr. Tevo hat schon alles gebunkert bei sich, weil Mr. Tevo beleidigt war, dass ich nicht seinen anderen Smelter bauen wollte. Mr. Tevo wollte unsere Ofenwand manipulieren. Nee, wir werden die Ofenwand bauen. Du kannst uns nicht aufhalten. Sag bitte. Och, bitte, Mr. Tevo. Bitte, gib mir die Kohle, bitte. Also, nehmen wir die Öfen und Kohle. Darf ich vorstellen? Die XXL Ofenwand. Oder 4 Wände. Und diese ganzen Öfen müssen wir jetzt mit Netherite, mit Ancient Debris und Kohle befüllen. Das sind 2000 Öfen, die wir hier stehen. Mal gucken, ob meine Theorie aufgeht und mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Wir haben genug Brennstoff, wir haben genug Ancient Debris. Jeder Ofen bekommt jetzt erstmal 8 Kohle.
Alle Öfen sind befüllt und die ersten sind sogar schon fertig. Hier sind jetzt überall Netherite Scraps drin, immer ein Stack. Wir werden jetzt alle Öfen abbauen und wenn das Inventar voll ist. Boah, Junge, bekommt man viele Level. Alter, hat ihr gerade meine Level gesehen? Wie krank. Genau, wenn das Inventar voll ist, hier hin und die Scraps in die Truhen rein. Wir sind fertig. Alles ist umgesmeltet. Bro, das ist krass. Es ging echt viel, viel schneller als mit dem. Ich dachte erst, es wäre eine schlechte Idee. Wir haben die Öfen alle abgebaut, nur noch ein paar sind da vorne. Wir haben jedes einzelne Ancient Debris gesmeltet, die ganzen Kisten. Und die werden wir jetzt endlich umcraften. Und hier insgesamt 9 Doppelkisten voraussichtlich mit Netherite Barren füllen. Und dann zum Schluss eine Doppelkiste voll mit Netherite Blöcken machen. 9 Doppelkisten, Netherite Barren. Und ich crafte die Netherite Blöcke. Alles auf mich droppen. Alter, guck dich das an. Ich werde es tun. Alter, das ist krass. Stackweise Netherite Blöcke. Das ist krass. Also die Netherite Blöcke jetzt nochmal zu craften, fühlt sich noch kranker an. Ihr müsst mal checken. Ein einziger Block sind 36 Ancient Debris. 36 mal einen Ancient Debris Block abbauen. Und wir haben tausende von diesen Blöcken. Ja, das ist alles. Rob. Ich schaue diese Kiste hier an und ich glaube es irgendwie nicht. Also wir haben es ja schon echt lange jetzt gesehen mit den ganzen Ancient Debris in den Kisten, aber guckt euch einfach mal diese Kiste an. 52,5 Stacks Netherite Blöcke. 120.960 Ancient Debris. 52,5 Stacks Netherite Blöcke. Wir sind die reichsten Spieler in Minecraft. Kein anderer Spieler in ganz Minecraft auf der ganzen Welt hat das hier. Nur wir. Wir können mit diesen Blöcken den größten Netherite Beacon der ganzen Welt bauen. Boah, Gänsehaut. Wir haben es geschafft. 3 Wochen Netherite Farm, den XXL-Bucher bauen, dieses riesige Loch im Nether machen, uns komplett die Köpfe zerbrechen, wie wir es hinbekommen. Und wir haben es geschafft. Monatelang gegrindet. Bro, wir haben mit dem Video angefangen. Da war es ein Tag vor Weihnachten. Wir haben jetzt gerade den 24. Februar und wir haben unser Ziel erreicht. Wir werden diese ganzen Netherite-Blöcke, das by the way 20 Full Netherite-Beacons sind, in einen großen Netherite-Beacon bauen, der in unserer Schatzkammer stehen wird, werden wir jetzt nicht einfach hier hinklatschen. Wir werden den auf ein gigantisches Podest bauen, in einer riesigen Schatzkammer. Und die bauen wir jetzt. Falls ihr denkt, ihr habt jetzt alles gesehen, dann habt ihr euch getäuscht. Denn der Netherite Beacon in unserer riesigen Schatzkammer kommt am Ende nochmal viel krasser rüber. Und wir haben es sogar ziemlich schnell geschafft, die Materialien dafür zu farmen. Den Bauplan für dieses Bauwerk kennt ihr schon und ich kann euch jetzt endlich von den Materialien erzählen. Wir starten mit dem größten Punkt auf der Liste. 16 Doppelkisten Smooth Quarz, um es möglichst edel aussehen zu lassen und einen guten Kontrast zum Beacon zu haben. Dazu kommen noch 11 Doppelkisten Deep Slate Tiles, welche von weitem fast wie Netherite Blöcke aussehen und in der Kombination am Ende unfassbar gut waren. Die Schatzkammer wird also hauptsächlich aus einer Kombination von Quarz und Deep Slate bestehen. Aber damit das nicht zu langweilig ist, haben wir unsere gigantischen Goldhaufen auf dem Boden und brauchen dazu 6 Doppelkisten Goldblöcke, eine Doppelkiste Diorit, um ein bisschen Abwechslung vom Quarz zu haben und natürlich 4 Doppelkisten Kalzit, was übrigens mein absoluter Lieblingsblock ist. Ich meine, hört euch diese Sounds an. Für die Spielerstatuen in den Seitenräumen brauchen wir noch 2 Doppelkisten Cleanstone und eine Doppelkiste Andesit sowie 2 Stacks Diablöcke für ein bisschen Deko. Und ich habe euch auch schon von unserem Eingang erzählt, mit dem großen Drachenskelett und einem aufgebrochenen Amethystberg. Und dazu brauchen wir noch eine Doppelkiste Amethystblöcke, eine Doppelkiste Azalea Leaves und 9 Doppelkisten Moos. Das sind alle Materialien, lasst uns also direkt anfangen. 16 Doppelkisten Quarz. Und da wir noch einige Emeralds und eine Staking Raid Farm haben, brauchen wir jetzt dazu extra eine Trading Hall. Nachdem wir also unsere Villager zuerst hunderte Male vermehrt haben, wurden die gerade erwachsen gewordenen Villager im Anschluss direkt ins Arbeitsleben eingeweiht. Und nach einigen Stunden Villager panen, einsortieren und hochtraden, konnten wir mit über 150 Villagern Quarzblöcke traden. Das hat übrigens gerade 6 Stunden gedauert. Aber wir hatten unsere 16 Doppelkisten Quarz. Weiter geht's mit Deep Slate, welches wir einfach kurz unter der Erde abbauen können. Und während Block Bollo sich um die 6 Doppelkisten Goldblöcke kümmert und Max the Cat fleißig am Amethyst farmen ist, gehe ich das Kalzit farmen. Ich habe hier einen riesigen Stony Peaks Bag gefunden mit einer gigantischen Kalzitader. Und anscheinend wussten voll viele nicht mal, dass es das überhaupt gibt. Aber tatsächlich, und so konnten wir auch diesen Punkt von der Liste streichen. Auch die restlichen Materialien holten wir verteilt über den Tag ran, sodass wir am nächsten Tag direkt mit dem Bau der Schatzkammer beginnen konnten.
Alle Kisten sind platziert, alle Materialien sind hier und wir fangen jetzt an mit der Schatzkammer. Genau, wie man hier sieht, wir haben den Raum ja schon ausgegraben. Das heißt, den schlimmen Part, den können wir jetzt einfach skippen und wir fangen direkt an, die ersten Blöcke zu platzieren. Und genau, wir fangen damit an, würde ich sagen, einfach mal die ganzen Wände aus Quarz zu machen. Das heißt, hier alles aus Quarz und im großen Raum zuerst mal diese Wand auch aus Quarz. Sieht doch richtig krass aus so. Alleine so schon. Also als nächstes machen wir, würde ich sagen, die Brücken. Die Mitte ist hier. Und so einfach eine 3 Blöcke breite Brücke ohne Geländer, dass man schön an den Seiten noch runterschauen kann und das ganze Gold dann sehen kann. Und diese Brücke wird komplett einmal durchgezogen bis vorne zum Hauptraum. Ja, und den Beacon müssen wir jetzt halt wegmachen. Die Beacons brauchen wir jetzt auch eigentlich nicht mehr. Es war ganz gut, dass sie hier noch standen, weil wir mussten halt jetzt doch schon noch ein bisschen Stein abbauen an den Wänden. Aber jetzt sind wir da fertig. Als nächstes haben wir am Eingang zum Hauptraum angefangen, mit ein paar simplen Elementen die Wand zu füllen und konnten anschließend mit dem Bau der seitlichen Wände vom Hauptraum beginnen. Wir haben bei allen Wänden darauf geachtet, nicht zu viel zu machen, da später noch die großen Säulen überall in den Raum kommen und es sonst zu überladen wäre. Und als die Wände fertig waren, konnte es direkt mit den Säulen weitergehen. Hierzu ziehen wir erst auf jeder Seite 4 einfache Säulen nach oben, um sie anschließend mit einem Muster zu verzieren. Die Säulen sind hochgezogen und das sieht ja schon mal richtig geil aus. Das gibt dem Raum schon mal viel mehr Höhe, aber ist noch ziemlich basic und wir wollen die Säulen ein bisschen mehr detailen. Das ist das Muster erstmal. Das Ganze wird später eine Spirale werden, die sich um den ganzen Turm zieht und wir werden hier diese Dinger abbauen. Wir fangen jetzt erstmal an und werden auf jede Seite bei allen Türmen dieses Muster hochziehen und das wird sehr, sehr cool werden. Alle Säulen fertig und wir können jetzt endlich anfangen, die Säulen so aussehen zu lassen, wie sie auch wirklich aussehen. Wir werden jetzt hier die Dinger immer ändern und dann die Treppen so weiter fortlaufen lassen. Und wenn das der Fall ist, dann entsteht so eine richtige Spirale. Was wir jetzt aber machen und was auch so geil aussieht am Schluss, finde ich, wir werden alle Zwischendinger hier komplett bis nach oben hin löschen, außer das in der linken oberen Ecke und hier in der rechten oberen Ecke. Aber wenn wir die nämlich lassen, das werdet ihr dann später sehen, erst wenn man es komplett alles fertig hat, dann ergibt das so ein bisschen so eine optische Illusion. Fertig. Wow, wow, wow. Guck mal, das sieht viel krasser aus als vorher. Und das ist so eine simple Sache, die wir gerade gemacht haben. Aber die Säulen, die sehen krank aus, finde ich. Also, die äußeren Säulen stehen. Und worum wir uns jetzt kümmern? Um die hintere Wand. Und danach bauen wir hier in der Mitte das Podest hin, worauf der Beacon dann auch stehen wird später. Wir haben jetzt mal die Grundansätze von den Säulen hochgezogen, dass ihr checkt, wie wir es bauen wollen. Und ihr seht schon, wir haben die Säulen versetzt angeordnet. Das heißt, die Säulen werden unterschiedlich weit aus der Wand rausragen. Die ganzen kriegen auch wieder eine zweite Schicht. Wir werden die jetzt erstmal nur so mit Deep Slate hochziehen. Und dann kriegen die so eine Art Skelett wie die hier auch. Und die bilden halt einfach die Rückwand vom Beacon. Heißt, wir ziehen jetzt erstmal die Säulen hoch und dann geht's weiter. Jawohl, Männer. Das sieht schon nach was aus, oder? Wenn man jetzt hier so den Ansatz sieht, das kann schon krass aussehen. Wenn man das alles jetzt so wie hier hochzieht, das wird schon cool aussehen. Also wir schauen mal. Oh. Das ist halt schon sehr überladen, aber ich finde es geil. Ich finde, das ist auch ein Bossraum. Der kann auch so aussehen. Der Raum soll nicht dezent sein. Ich meine, hier steht ein verdammter Weltrekord Netherite Beacon später. Da kann man auch mal ein bisschen mehr machen. Kann auch mal ein bisschen zu viel des Guten sein. Oder hier ist auch ein bisschen zu viel des guten Netherite. Ist schon gut so. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Finden wir das so okay? Also stelle ich jetzt einfach vor, dass das ein Viereck wäre, vom Abstand her auch. Also es muss nicht genau in der Mitte vom Raum sein, weil der Raum jetzt auch keine richtige Mitte mehr hat. Weil diese ganzen Säulen, jetzt seht ihr auch, warum ich das so machen wollte, schaut an, die sind nicht alle so nebeneinander, sondern die ergeben so einen, die haben so einen Bogen. Das heißt, wir werden daraus jetzt einen Quadrat machen. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, dieses Quadrat, was wir jetzt hier haben, ist die Grundfläche für unseren Netherite Beacon. Guck mal, Digga, das sieht doch krass aus. Guck mal, guck dich jetzt das Gesamtbild an. Alles zeigt in die Mitte von den Säulen und hier dieses Detail mit den Diablöcken. Und by the way, die Brücke wird auch hier abgebrochen sein, weil arme Leute kommen nicht zu unserem Netherite Beacon rüber. Wer keine Elytra hat, bleibt halt einfach hier stehen. Keine Ahnung, das präsentiert hier irgendwas. Man weiß richtig, hier muss was hin.
Und hier kommt doch was hin. Die Schatzkammer ist bald fertig und so langsam können wir uns um die coolen Dinge kümmern, wie zum Beispiel das ganze Gold am Boden, die Spielerstatuen, den aufwendigen Eingang mit dem Drachenskelett sowie dem Netherrack Beacon. Bevor wir das machen, aber noch kurz die Decke vom Raum. Und da hatten wir wirklich genauso wenig Lust drauf wie ihr und bauen deswegen eine simple Obsidian-Decke, welche an einen Nachthimmel erinnert. Gewinnt keinen Schönheitspreis, aber sieht ganz okay aus. Und jetzt können wir anfangen, die gesamte Schatzkammer mit Goldblöcken zu füllen. Wir hatten 6 Doppelkisten davon, aber wie wir schnell merken, reichen diese auf gar keinen Fall aus. Das macht aber nichts, denn wir haben eigentlich genug Gold und waren einfach nur zu faul, alles zu Blöcken zu craften. Diese Aufgabe übernimmt Block Bollo für uns, während wir fleißig weiterbauen. Wir sind fertig. Alles Gold ist platziert. Ich glaube, wir sind fertig. Es müsste jetzt eigentlich jede Lücke gefüllt sein. Lukas ist jetzt auch nochmal hier ein bisschen mit Shroomlights ausgeleuchtet, weil am Anfang sind hier extrem viele Mobs gespawnt. Passt eigentlich auch ganz gut dazu, finde ich. Und jetzt macht es halt schon mal einen richtig krassen Eindruck, finde ich. Wenn man links und rechts auch nochmal solche Goldberge hat. Hier ist es ja relativ niedrig alles. Und hier kommen dann gleich die Spielerskins rein. Es schreit immer mehr danach, den Netherite Beacon hier in die Mitte zu stellen. Weil jetzt wird es echt gut aussehen, so langsam. Tatsächlich dauert es für uns auch nur noch wenige Stunden, bis wir den Netherite Beacon aufstellen. Bevor wir das machen, kümmern wir uns jetzt aber endlich mal um den Eingang der Schatzkammer. Und Mr. Tevor und Lukas bauen unser Drachenskelett 1:1 so, wie es vorher Robin auf einer Testwelt vorgebaut hat, um sicherzustellen, dass jeder Block genau da ist, wo er hingehört. Und dass das Skelett nicht in der Luft schwebt, müssen wir uns jetzt um die Felswand kümmern, welche wie ein großer aufgebrochener Kristall aussehen soll. Und nach etlichen Amethystblöcken placen und lang rumprobieren, bis wir alle zufrieden waren, hatten wir schließlich dieses Ergebnis. Oh mein Gott. Alles ist fertig. Wir haben das jetzt hier richtig gespeedrunnt. Wir haben innerhalb von ein paar Tagen mit wirklich guter Planung dieses Mal die Schatzkammer hier gebaut. Und wir sind fertig. Hier den Amethystriss, die abgebrochenen Amethyststücke, die hier liegen. Und den Eingang so ein bisschen versperren und es so ein bisschen abenteuerlicher machen. Wir holen jetzt den Beacon, den großen Netherite Beacon und stellen ihn hier auf. Und dann sind wir endlich fertig, Bro. Nach über 2 Monaten, lass uns den Beacon holen. Er ist immer noch in der Doppelkiste. Wir werden ihn jetzt holen. Das ist ein würdiger Platz für den Beacon. Und in dieser Kiste haben wir unsere Netherite Blöcke und wir werden den größten Netherite Beacon in ganz Minecraft bauen. Heute ist einfach der Tag. Er ist gerade eigentlich ein viel zu epischer Moment. Es fühlt sich gerade gar nicht so episch an. Es fühlt sich an wie ein normaler Dienstag. Zunächst läuft in der riesigen Schatzkammer mit 2 Schalkern Netherite Blöcken. Sonntag. Ach, heute ist Samstag, gell? Oh Gott. Okay, ich werde den Netherite Beacon aufstellen. Wir haben 2 gefüllte Schalker mit Netherite-Blöcken, was absolut surreal ist. Und ich werde es tun und den Beacon alleine aufstellen, damit keine Netherite-Blöcke verloren gehen. Alle anderen können leider nur zuschauen, weil als wir den normalen Netherite-Beacon aufgestellt haben, muss ich eine halbe Stunde lang diskutieren, bis ich dann wieder alle Netherite-Blöcke im Inventar hatte und irgendwie 3 Leute bannen. Deswegen mache ich das Ganze lieber alleine und wir werden den Beacon jetzt aufstellen. Der größte Netherite Beacon der Welt. 25x25 Grundplattform, 2900 Netherite Blöcke. Das ist der größte Netherite Beacon in ganz Minecraft, auf der ganzen Welt. Niemand hat einen größeren Netherite Beacon. Wir haben es geschafft. Es sieht ziemlich bescheuert aus, muss ich ehrlich sagen. Es ist so ein übergroßer Beacon, sieht gar nicht mal mehr so cool aus. Und ja, so viel zu den guten Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, das hier. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber tatsächlich ist es ganz schön schlecht, weil wir haben viel zu viel Netherite gefarmt. Ich habe mich komplett verrechnet. Wir haben am Schluss nochmal irgendwie 4 Stunden am Ende, am 22. Tag Netherite gefarmt. Und wir haben hier fast 7 Stacks Netherite-Blöcke noch. Das ist jetzt aber gar nicht mal so schlimm, weil wir können diesen Beacon deutlich cooler aussehen lassen. Ich finde, es sieht ziemlich bescheuert aus und es sieht nicht so krass aus. Wir können an diesem Beacon noch mehr Netherite-Blöcke dran bauen, weil wir ein bisschen zu... Also ganz kurz, das ist immer noch der größte Netherite Beacon. Ich stehe auf dem größten Netherite Beacon in ganz Minecraft und habe 7 Stacks Netherite Blöcke im Inventar. Das ist trotzdem der größte Netherite Beacon und wir sind trotzdem die reichsten Spieler. Um 7 Stacks Netherite Blöcke zu viel. Ist gar nicht mal so lustig. Aber wir können hier jetzt auch noch Netherite Blöcke placen und hier auf jede zweite Stufe. Und dadurch machen wir die Stufen größer. Das heißt, wir placen noch mehr dazu. Und ich finde, so sieht es halt viel krasser aus. Deswegen lass uns hoffen, dass die Netherite-Blöcke reichen. Ich denke mal, 7 Stacks Netherite-Blöcke. Also das Ding ist halt, ihr dürft es nicht unterschätzen, okay? Diese unterste Plattform, diese Blöcke, das hier vor mir ist ein normaler Netherite-Beacon. Und der ganze Scheiß hier unten drunter, das ist das 20-fache von dem da oben. Jede einzelne Stufe sind so unglaublich viele Blöcke mehr. Das darf man echt nicht unterschätzen. Also von daher, mal gucken, ob es reicht. Springen!
Es hat gereicht. Und wir haben noch immer fast 2 Stacks Netherite-Blöcke. Bro, guck dich jetzt mal diesen Beacon an, wie krank das aussieht. Alter, das sieht wirklich crazy aus. Das sind über 3000 Netherite-Blöcke hier, auf denen wir gerade stehen. 3000 Netherite-Blöcke, über 3000. Naja, was wir auf jeden Fall noch machen müssen, wir haben ja außen unseren Drachen und da ins Auge des Drachen auch nochmal Netherite-Blöcke rein. Ja, ich finde es wirklich, es ist wirklich gut geworden. Die Schatzkammer und alles. Andere würden beim Netherite-Beacon aufhören, aber wir haben wirklich dem Netherite-Beacon nochmal sowas Geiles hingebaut. Die Schatzkammer werden wir irgendwann verlassen, weil wir im nächsten Video mit der Megabase anfangen werden, mit der neuen Megabase. Wir haben diese Schatzkammer wirklich nur für den Netherite-Beacon gebaut. Wir werden in der Schatzkammer nicht wohnen, wir werden hier nicht unsere Base drin bauen. Das ist einfach nur alles, um den Kollegen hier zu lagern. So lange, bis wir unsere Megabase fertig haben und den Beacon in die Megabase stellen. Diese Spielerköpfe, merkt sie euch gut, denn diese Spielerköpfe sind die reichsten Spieler in ganz Minecraft. Diese 12 Spieler haben am meisten Netherite gefarmt. Angefangen mit Craftlots auf Platz 1, 20.000 Ancient Debris alleine gefarmt. Und dann gehen wir weiter runter. Ich habe es leider nur auf Platz 4 geschafft, obwohl ich auch schon extrem viel gemacht habe. Aber Craftlots hat teilweise Nächte durchgemacht. Ich war jeden Tag online für mehrere Stunden und habe über 12.000 Ancient Debris gefarmt. Das sind die 12, die am meisten gefarmt haben. Aber natürlich auch die anderen. Jeder, der gefarmt hat, gehört dazu. Boah, epic. Alter, mit dem Licht da oben auf den Köpfen. Ich finde es halt immer cool, wenn man was ohne Shader baut und es da schon gut aussieht und dann den Shader anmacht. Das ist so satisfying. Also ich finde auch ehrlich den Drachen richtig krass. Da auch nochmal Big Props an Robin, der den Drachen gebaut hat. Komplett alleine. Es war auch relativ spontan, dass wir das gebaut haben. Aber ich finde, das sieht echt ultra krass aus. Auch mit den Goldblöcken. Ich finde es echt ultra krass. Auch von der Idee her. Und wie alles geworden ist jetzt am Schluss. Das ist schon cool. Und auch mit den fliegenden Kerzen auf den Endrods. Das sieht schon echt bosshaft aus. Und ja, Leute, was soll ich euch sagen? Ich stehe hier wieder am Ende eines unfassbar krassen Videos, welches für uns eine monatelange Reise war und kündige große Projekte an. Mittlerweile im S&P 2.0 und ich bin super stolz, vor allem auch darauf, dass ich meine Motivation wiederfinden konnte. Nächstes Video geht es noch viel größer los und wir starten mit der neuen Megabase. Basically eine normale Survival-Base, nur dass es die größte Base in ganz Minecraft wird. Das wird wahrscheinlich das krasseste, was ihr jemals in Minecraft gesehen habt. Lasst euch also überraschen. Ob ihr hier abonniert, könnt ihr euch selber aussuchen. Schaut aber auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Dort streame ich jetzt seit fast 2 Jahren jeden Abend. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin gibt es 100 Millionen. Oben stehen sie. Und auch damit nochmal einen Shader machen. Damit erstmal einen Shader machen, jo. Geh weg. Hallo, hallo. Digga, warum müsst ihr denn immer so scheiße sein? Großmeister Ben, stell dich jetzt richtig hin, Digga. Hallo. Oh, ich hasse Großmeister Ben.